Tom, und ich glaube, das wäre dann auch ein bisschen uninteressanter für die Leute. Ah, okay, dann könnten wir jetzt quasi so eine Art Wiedereinstieg aufnehmen, sodass sie, was war das? Na nun, der Computer war eben kurz aus. Jetzt ist er wieder angestellt. Und guck mal, wir haben das Rätsel gelöst. Mensch, das Ober, wie haben wir das denn gemacht? Ihr habt es nicht gesehen, aber es war spektakulär. Und Weehawk hat das Rätsel halt so schnell gelöst, dass ihr es gar nicht gesehen habt. Ich hatte ursprünglich auch vorgehabt, im Dezember als Game-Tester für Deponia mal herzukommen. Hat er leider nicht geklappt. Ich glaube, das wäre lustig geworden. Ich hätte irgendwie dieses Spiel wahrscheinlich in dieser Woche auch nicht fertig gekriegt, weil ich einfach zu lange an diesem Rätsel gehangen hätte. Das ist ja übel. Aber gut, kümmern wir uns nicht weiter darum. Ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt mal um das Funkgerät. Was ist das denn? Weder Mikro noch Kopfhörer? Muss ich mich denn um alles selber kümmern? Ach ja. Okay. Okay. Mikrofon und Kopfhörer. Wo könnten wir denn ein Mikrofon finden? Also Kopfhörer weiß ich. Kopfhörer hat der Typ. Hey, hallo. Ach, du schon wieder. Lass dich kurz, ich habe zu tun. Der wird uns aber den Kopfhörer noch nicht geben, vielleicht? Ich gehe, mach das. Du solltest auch. Sehe ich genau. Es sei denn, wir können ihn vielleicht irgendwie bestechen. Nee, Coupons habe ich keine mehr. Dann können wir ihn also auch nicht bestechen. Es sei denn, mit diesem netten kleinen Miezekätzchen hier. Damit kennt sich der Kerl doch überhaupt nicht aus. Das Einzige, was er kann, ist diese Dinger da zu. Und in diese Rohre. Der Punkt ist, er ist kein Universalgelehrter wie ich. Sehr gut. Gut, okay. Dann suchen wir mal ein Mikrofon. Wo könnten wir so etwas kriegen? Ja. Genau. Zum Beispiel dort. Zum Beispiel da. Sehr schön. Das Glück kehrt zu mir zurück. Die größten Kopfnüsse geknackt. Einfach so. Das Glück kehrt zu mir zurück, ich bin dankbar dafür. Einfach mal wahllos irgendwo hingegangen und mit dem Mikrofon abgestaubt. Sehr schön. Dass ich eben gelitten habe, als du schon zweimal im Sitzungssaal warst und halt immer mit dem Mauscursor so haarscharf am Mikrofon vorbeigeschrammt ist. Und ich dachte so, ach, das wird die nächste Stelle, an der wir lange sitzen. Aber hat sich ja Gott sei Dank nicht bewahrheitet. Wart's ab, die nächste Stelle, vor der wir lange hängen, könnte schon kurz bevorstehen. Und zwar den Kopfhörer sich zu besorgen. Aha. Da sehe ich im Moment noch Schwierigkeiten. Es sei denn, dieser nette Kerl hier kann uns helfen, den ich komplett vernachlässigt habe. Wenn man ihn anstößt, nickt er mit dem Kopf. So ein Feature wünsche ich mir für Toni. Vielleicht ist der des Rätsels Lösung. Vielleicht aber auch nicht. Vielleicht geht's noch damit ihm und kurz nochmal die Tipps, die wir jetzt schon Augenblick her. Ich glaube, die haben wir in der vorletzten Folge uns angehört. Hey, hallo. Ach, du schon wieder. Lass dich kurz, ich habe zu tun. Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Rufus hat die Antenne von Frau. Darf ich jetzt vielleicht den Kopfhörer haben? Was? Nein, die brauche ich für meine Arbeit. Also, lass nicht. Aber was macht die Arbeit? Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Irgendjemand belegt hier ständig eine Leitung. Ich komme kaum zur Ruhe. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Okay. Rufus züchtet Heuschrecken im Getreidesilo. Alles klar. Rufus hat die alte Maschine missbraucht. Genau, Frau Henkels. Ja, das ist mir nicht gedacht. Wirst du nicht mal müde? Heute ist schon mehr los als sonst. Aber solange es nur die eine Leitung ist, auf der Endlosgespräche geführt werden, kann ich es noch handeln. Rufus hat die Antenne von Frau Henkels Traktor geklaut. Solange es nur die eine Leitung ist. Rufus züchtet Heuschrecken.
Okay. Rufus hat die Antimaschine mit. Ich geh dann mal. Mach das. Sehe ich genauso. Okay. Rufus ist ein Nichtsnutz. Ja, ach, es geht nochmal weiter mit mir. Auch ein paar weitere. Hey, wuhu. Hallo. Okay. Ach, du schon wieder. Lass dich kurz. Ich habe zu tun. Von wo aus kann ich denn dann funken? Geht das um ein Ortsgespräch? Nein, extern. Viel Glück! Außer diesem Apparat gibt es nur noch das Backup-System im Tresorraum der Poststelle. Ja, Tipp schon angehört, aber das war schon. Dann nehme ich halt das Backup-System. Willst du in den Tresorraum einbrechen? Tut mir leid. Wie leid, das ist mir so. Ja. Ich soll ein Passwort kommen. Den Ort der anderen. Ja, der würde mich jetzt nochmal interessieren. Hatten wir. Kriegst du das nochmal aus der Erinnerung zusammen? Bei Lotti war da nicht noch irgendwas? Nee. Da war diese Gegensprechanlage sonst höchstens noch. Mhm, genau, das war eine von den dreien. Ja. Nächster, bitte! Aha. Nächster, bitte! Nächster, bitte! Nächster, bitte! Ja! Nächster, bitte! Das könnte ich mir auch stundenlang anhören. Diese liebliche Stimme. Nächster, bitte! Nächster, bitte! Nächster, bitte! So, jetzt bin ich gespannt. Aber er scheint immer noch nicht gestresst genug. Hey, Bubu! Hallo! Du schon wieder. Lass dich kurz, ich habe zu tun. Darf ich jetzt vielleicht den Kopfhörer haben? Was? Nein, die brauche ich für meine Arbeit. Also, nerv nicht. Bist du nicht mal müde? Ich muss zugeben, so lange habe ich die Nase voll. Wenn da unten noch einer auf die Idee kommt, auf Dauerfunk zu stellen, dann ist bei mir der Sack zu. Okay. Ich gehe da. Jetzt habe ich aber komplett vergessen, wo noch was war. Nicht hier sein. Werden wir uns nochmal auf die Suche machen müssen, fürchte ich. Nächster, bitte! Nächster, bitte! Oh Gott. Nächster, bitte! Wo könnte noch was gewesen sein? Was wissen Sie noch? Rufus! Wo könnte noch was gewesen sein? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Nee, hier war nichts. Da muss ich jetzt natürlich nochmal überlegen. Das weiß ich jetzt aus der Erinnerung nicht mehr. Ich könnte dich natürlich auch einfach, wie du es ja schon mal gehört hast. Ach ja. Ja gut, nee, hier nicht. Könnte ich dir das natürlich in Erinnerung zurückrufen, was da erzählt wurde. Okay. Könntest du? Könnte ich. Könntest du, ja. Was wissen Sie noch? Also hattest das Gerät auf jeden Fall auch schon unterm Finger. Hatte ich das? Was wissen Sie noch? Rufus hat Fischfett in der Trinkflasche gekippt. Hatte ich das? In der letzten Folge irgendwann. Was wissen Sie noch? Rufus hat die Schrauben vom Kinderkarussell geklaut. Was wissen Sie noch? Nächster, bitte! Nächster, bitte! Okay. Nächster, bitte! Ja! Nächster, bitte! Ja, den haben wir doch noch. Diese Technik ist voll für die Katz. Nächster, bitte! Nächster, bitte! Aber warum will er sie nicht benutzen? Nächster, bitte!
Er hat voll für die Katze. Voll für die Katze. Ja, voll für die Katze. Mensch! Katze auf der Tastatur. Ich wette, ihre Nachrichten sind gehaltvoller als alles, was Lotek jemals getippt hat. Der Telefonist wird mir dankbar sein. Das glaube ich jetzt nicht, dass das ein Tipp war. Gut. Sehr schön. Jetzt dürfte er aber endgültig genervt sein. Oh. Er ist völlig fertig mit den Nerven. Okay, dann nehmen wir uns mal schnell die Kopfhörer. Rufus hat die Antenne von Frau Engelbrandt geklaut. Oh Gott. Ja, okay. Aber ich glaube, ich muss da auch ganz schnell weg. Okay. Kopfhörer. Fehlt nur noch das Mikro. Und das Mikro. Jetzt kann's losgehen. So, dann funken wir mal. Hallo? Ist da jemand? Hallo, Cletus? Wird im Nordquadranten vor Mülllawinen gewarnt, die durch eine Herde marodierender... Cletus! Komm schon. Deine Liebe ist die größte. Cletus, Cletus! Dum, dum, dum. Rufus ist der Größte. Rufus. Da-da-dap, man nennt ihn Rufus, Rufus. Da-da-dap, man nennt ihn Rufus, Rufus. Suche meine Verlobte an alle Bewohner Deponias. Hey, Moment mal. Name ist Cletus. Ich suche meine Verlobte. Sie ist möglicherweise... Cletus? Cletus, sind Sie das? Hier ist Rufus. Hören Sie mich? Hallo? Rufus? Sind Sie auf Deponia? Jetzt habe ich natürlich ein paar sehr schöne Antwortmöglichkeiten. Wollen wir die Katze schon aus dem Sack lassen? Ja. Ich habe Ihre Verlobte gefunden. Sind Sie sicher? Natürlich bin ich sicher. Groß? Lange Haare? Hirnimplantat, viel von einem vorbeifahrenden Organonkreuzer. Fragte nach Ihnen. Glauben Sie mir ruhig, es ist Ihre Verlobte. Was verlangen Sie? Okay. Ich will mit nach Elysium. Unmöglich. Das ist aber meine Bedingung. Entweder ich komme mit nach Elysium oder... Hören Sie, ich kann Sie nicht nach Elysium mitnehmen. Es muss etwas anderes geben. Ich mache das nicht für mich. Ich mache es für Goal. Verkaufen Sie mich nicht für dumm. Wenn Sie den Preis in die Höhe treiben wollen, dann sagen Sie es lieber offen. Also, was wollen Sie? Na schön, wenn wir schon drüber reden. Kann nicht schaden. Geld. Viel Geld. Das ist Erpressung. Aber na gut. Wie viel verlangen Sie? Ich weiß nicht. Wie viel kostet ein Ticket nach Elysium? Machen Sie sich nicht lächerlich. Elysium ist kein Freizeitpark. Das wusste ich. Hören Sie zu. Mit keinem Geld der Welt können Sie sich nach Elysium einkaufen. Tja, dann kommen wir nicht ins Geschäft. Behalten Sie Ihr schmutziges Geld für sich. Hatte ich sowieso vor. Gut. Gut. Nur eine Sache noch. Was genau ist ein Freizeitpark? Na schön. Erst einmal ein paar Antworten. Antworten? Mal sehen. Kommen Sie wirklich aus Elysium? Ja, natürlich. Aber ich verstehe nicht, was Sie das zu interessieren hat. Wie ist es auf Elysium? Auf jeden Fall nicht so dreckig und unzivilisiert wie hier. Und die Menschen sind auch weniger penetrant. Astrein, das klingt genau nach dem richtigen Ort für mich. Was hatte Ihre Verlobte an Bord des Organonkreuzers verloren? Das geht Sie nichts an. Aber es ist doch seltsam, dass eine Frau aus Elysium... Denken Sie nicht so viel über Dinge nach, die Ihren Horizont überschreiten. Kommen Sie lieber zur Sache. Planen die Organons etwas? Warum wollen Sie das wissen? Hören Sie,
Mischen Sie sich nicht in die Angelegenheiten der höheren Sphären ein. Sie werden die Vorgänge über Ihren Köpfen niemals verstehen. Und schon gar nicht beeinflussen. Versuchen Sie es gar nicht erst. War Ihre Verlobte schon immer etwas seltsam? Was? Wovon reden Sie? Auch nichts. Mal angenommen, Ihre Verlobte hätte eine Art Gehirnerschütterung erlitten. Eine Gehirnerschütterung? Rein hypothetisch. Dann sollten Sie keine Zeit verschwenden und sie umso schneller zu mir bringen. Und wehe, wenn Sie ihr etwas angetan haben. Ich brauche Ihr Hirn intakt. Sie haben sie richtig gern, nicht wahr? Und Sie beide sind wirklich verlobt? Was soll die Frage? Ach nichts, Smalltalk. Hat Ihre Verlobte zufällig noch eine Schwester? Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. War auch nur so ein Gedanke. Sie sollten weniger denken. Ihr Kopf scheint mir dafür nicht gemacht zu sein. Na gut. Keine weiteren Fragen. Sehr gut. Können wir dann jetzt endlich zurück zum Thema kommen? Natürlich. Wo waren wir denn gerade? Sie wollten mir Ihre Bedingungen nennen. Was wollen Sie im Austausch gegen meine Verlobte? Eine Passage nach Elysium oder gar nichts. Dann eben gar nichts. Gut, dann können Sie ja schon mal die Hochzeit absagen. Ach, warten Sie noch. Vielleicht gibt es doch eine Möglichkeit. Wusste ich's doch. Bringen Sie Goal bis morgen Abend zur unteren Aufstiegsstation am Ufer des Rostroten Meeres. Wir treffen uns ganz oben auf der Plattform. Schaffen Sie das? Morgen Abend? Ich weiß nicht genau, ob... Jetzt machen Sie mal keinen Rückzieher. Oder haben Sie Goal am Ende gar nicht gefunden? Doch, doch. Dann haben wir einen Deal. Ich erwarte Sie nach Sonnenuntergang. Kletes Ende. Moment noch, ich... Kletes? Okay, obere Aufstiegsstation. Unten auf der... Oben auf der... Untere Aufstiegsstation. Oben auf der Plattform. Ha, ein Klacks für jemanden wie mich. Elysium, ich komme. Na dann. Gut. Der Typ geht immer noch ab. Wahnsinn. Da haben wir doch noch was erreicht. Irgendwie. Ich bin ja richtig begeistert. Also ist mir auch mal direkt eine Speicherung wert. So. Ah, ja.